Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es macht kaum noch Sinn, nackte Brutalität zu erwähnen, denn wir sind über dieses gefährliche Anfangsstadium von diesem Szenario längst hinweg. Wir sind 8 Leute, 8 Kolonisten und inzwischen technologisch auch schon einigermaßen fortgeschritten. Unter anderem haben wir jetzt die Geschütztürme erforscht und ich gehe mal gerade schauen, das nächste in der Reihenfolge war... Bäume anpflanzen, das brauchen wir auch dringend. Boah, da ist irgendwas passiert. Ah, schon wieder ein Kurzschluss. Mensch, jetzt passiert das aber oft. Nicht schön. Ja, wir können ja bald Sicherungen einbauen. Da lassen wir mal die Tür offen, wenn jetzt einer reingeht und das löscht. Sonst ist da drin halt so heiß. So, okay. Alles wieder in Ordnung. Gefahr gebannt. Jetzt muss ein bisschen repariert werden, aber das geht schon. So, wir haben unter anderem hier neue Gebäude gebaut. Besser gesagt, Anbauten zu bestehenden Gebäuden. Hier haben wir eine Trennung vorgenommen. Das ist jetzt ein eigenes kleines Häuschen hier mit 2 Quartieren einfach drin. Und was wir jetzt auch haben, ist hier eine Werkstatt. Zumindest soll es eine Werkstatt werden. Und das hier ist unser Lager. Das ist ein bisschen klein geraten, das gebe ich zu. Könnte sein, dass ich das nochmal vergrößere. Für den Moment soll es aber reichen. Wir müssen natürlich auch Böden reinlegen. Wir müssen also die Produktion von Steinblöcken, und die würde ich im Übrigen auch gerne noch einlagern. Ich muss diese ganzen Sachen mal woanders hinstellen. Vielleicht mache ich das jetzt mal direkt eben. Ich werde mal eben kurz die Rohrleitung überprüfen. Da, genau. Eigentlich ließe sich hier ganz gut was hinstellen. Oder hier oben einfach. Ja, wisst ihr was? Ich stelle das hier oben hin. Wir machen da den Turm drüber. Und da machen wir die Pumpe. Ah, Herzogin Lela, Stufe 8 in Sozial erreicht. Ach ja, die braucht Wind. Jetzt weiß ich nicht, ob die Bäume da... Sonst, jetzt ist es schon angefangen. Jetzt lassen wir das sein. Stellen nur den Wasserturm da oben hin. So, Moment. Wasserturm kommt da dran. Und die Windpumpe, die stellen wir erstmal hierher. Was natürlich dann auch zur Folge hat, dass wir hier ein paar Bäume fällen. Pflanzen komplett entfernen. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Dschungelgras ist, aber ich denke, so ist es dann schon in Ordnung. Der Baum müsste nicht weg, aber so kriegen wir auch noch ein bisschen Holz. Oh, wir haben neuen Rekruten. Tatsächlich, Xiaowa ist endlich beigetreten. Wo ist er denn? Herzlich willkommen, das ist ja wunderbar. Das ist ja hervorragend. Das ging jetzt aber schnell und unvermittelt vor allem. Wir können das Gefängnis jetzt zu einem Quartier machen. Müssen wir auch, weil wir gar keine anderen Quartiere sonst haben. Warum ist bei Säge dunkel? Haben wir nicht genug Strom? Oh, scheinbar ist es im Moment ein bisschen knapp. Ha? Es dreht sich kaum Wind hier. Da ist außerdem... Sind diese beiden Bäume im Weg. Hier geht's momentan. Der muss auch noch weg. Okay. Ja, und natürlich müssen wir dann auch noch eine Leitung nach unten hinbauen. Sonst bewegt sich da bei dem Wasser gar nichts. Okay. Ja, wenn das jetzt schon da ist, dann müssen wir auch kurz jemanden hinschicken. Säge, wo bist du? Der kocht gerade. Das können wir mal kurz unterbrechen. Wir bauen mal eben das Rohr, damit die Toilette wieder funktioniert. Sehr schön. Und dann können wir noch herkommen und das hier fertig bauen. Ich hoffe, dass jetzt... er macht wieder nicht mehr. Liegt daran, weil Kochen gerade wichtiger ist. Ich hatte es in der Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt. Aber das bauen wir eben fertig. Und dann kann Koma kommen und die Pumpe rübertragen.
Mein Fehler. Neu installieren. Ich habe dummerweise eine Kopie gebaut. Dann lassen wir das doch Xiaowa eben machen. Und dann werden wir natürlich auch mal eben kurz in die Prioritätenliste schauen. Xiaowa wird auf jeden Fall ein Fernkämpfer. Das heißt, er kann hier vorne stehen bleiben. Säge, Kuzia, da passt er gut rein. Dann gibt es halt eben die Einteilung. Und das hängt natürlich davon ab, was er kann. Zum Beispiel Aufsehen. Wir lassen ihn das mitmachen, aber auf einer niedrigen Priorität. Tierpflege hingegen, das würde ich dann tatsächlich jetzt bei Komage rausnehmen. Genau wie das Unterhalten eigentlich. Das kann jetzt, das muss Komage nicht mehr machen. Und das Trainieren, das lassen wir mal auf 2. Das ist gut, dass wir da noch einen zweiten haben. Jagen ebenfalls. Ja, der kriegt dann natürlich eine Waffe. Harvest lassen wir raus. Waldarbeit. Ach komm, ich lasse das jetzt mal bei einigen raus. Wir haben das schon bei so vielen Leuten aktiv. Ja, und sonst, was kann er sonst noch hier auf jeden Fall herstellen? Und das ist sehr gut. Und da sehe ich jetzt auch definitiv seine Haupttätigkeit. Deswegen 2. Trainieren und Jagen wird ja immer nur sporadisch gemacht. Also Handwerk ist im Grunde die Hauptaufgabe. Jetzt haben wir da wirklich genug. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch mehr Leute, die ein bisschen Bergbau machen, obwohl da haben wir auch 3 Aufbau. Das machen wir mal bei Säge auf 2. Okay. Das machen wir auf 2. Das ist dann eh vor den anderen Sachen außerhalb Waldarbeit oder Feldarbeit. So können wir es lassen. Refine, Smelt und Stonecut bleibt auf 3. Und hier machen wir alles oder lassen wir alles so, wie es ist. Okay. Xiaowa, dann muss ich kurz auf die Namensliste schauen. Na, das ist der nächste Name, den ich hier auf der Liste stehen habe. Ist immer schon vorbereitet, weil in der Vergangenheit musste ich immer eine Folge warten und dann extra gucken oder so. Ich habe jetzt einfach schon ausgewürfelt, wer hier immer der Nächste ist. Und das ist in dem Fall jetzt Tibaos. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Unterstützung. So, dann kann die Meldung weg. Ja, und wir brauchen eine Fernkampfwaffe. Die sind jetzt nicht mehr hier, sondern hier. Und da ist tatsächlich auch gerade ein Repetiergewehr da, das gebe ich ihm mal. Und da ist noch ein zweites, das heißt, wir können Säge auch schon mal ein neues Repetiergewehr geben. Und dann braucht nur noch Adrian ein Gewehr. Und das haben wir auch fertig. Das ist doch wunderbar. Dann sind jetzt unsere Fernkämpfer alle mit Repetiergewehren ausgerüstet. Meiner Meinung nach die besten Fernkampfwaffen im Spiel. Da mag es andere Meinungen geben, aber das ist eben meine. Gut, ja, Wasser ist gleich mit rübergetragen worden. Das kann man sich schwer vorstellen bei 7000 Litern, aber das kann man durchaus mal durch die Gegend tragen. Gut, okay, so. Unsere Werkstatt, die kriegt einen Steinboden. Jetzt muss ich gucken, was haben wir denn überhaupt noch? Nicht genug von allem. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier nochmal dran wollte. So, da machen wir jetzt auch keine Pausen mehr. Granit ist immer wichtig, klar. Da hätten wir jetzt aber immer gerne 500 nach Möglichkeit. Marmor ebenfalls. Und Schieferblöcke auch. Hoppla. Das wäre in der Tat ein bisschen viel. Interessant, Marmorblöcke haben wir schon so viel, aber habe ich gar nicht gesehen. Ah, doch da. Ja, das ist doch gut. Marmor ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, wenn man das nur verwenden. Darum würde ich das so ein bisschen durch Struktur aufteilen. Wir machen also einen Rand aus Schiefer. Dafür haben wir noch genug. So. Das habe ich im letzten Let's Play auch schon mal gemacht. Und dann kommt in die Mitte aus Marmor. Was nehmen wir da mal für die Werkstatt? Also das hier ist eigentlich ganz klar meine Lieblingskachel. Aber wir werden hier von
Rimkea dann nehmen. So, und dann sieht das Ganze, denke ich mal, ganz hübsch aus gleich. Hier muss erstmal ein billiger, also ein billigster Holzboden rein. Und das billigste ist tatsächlich... Moment. Ist dieses hier mit 2 Holz. Alles andere kostet 3 oder hier sogar 5 Holz. Das ist günstig. Und das haben wir dann halt auch vorrätig, deswegen nehmen wir das jetzt. Da oben kommen noch die Hexagonalteils rein. Die hatten wir aus Schiefer genommen. Und dann ist dieser Bereich zumindest schon mal bodentechnisch ausgestattet. Hier oben sollte auch noch was anderes rein, und zwar auch Schiefer. Warum ist das noch nicht gemacht worden? Wir haben doch hier 115 Einheiten. Ich würde sagen, dass ich das erstmal abbreche. Weil da ist jetzt ein Boden drin. Müssen wir nicht direkt schon wieder neue Materialien reinwerfen. Und was haben wir hier noch? Wir haben noch ein bisschen Kalkstein. Dann werde ich jetzt hier... Ja, jetzt haben wir ein Kalkstein zu wenig, ernsthaft. Egal, ich nehme trotzdem Kalkstein. Und wir stellen ja jetzt nochmal ein paar Blöcke her und dann machen wir Kalkstein nach oben. Oh, wir stellen gar keine Kalksteinblöcke her. Jetzt könnte es auch sein, dass Kalkstein gar nicht auf der Karte ist. Da muss ich mal eben schauen. Nee. Alles Marmor, Schiefer und Granit. Kein Kalkstein. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Stahl, den wir abbauen können. Marmor. Und da ist auch nochmal Stahl. Nee, Schiefer, okay. Ja, dann. Dann nicht. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir Marmor, haben wir halt genug von. So. Ja, warum diesen unwichtigen Schacht zuerst? Ja, weil das halt eine kleine Fläche ist. Die können wir mal eben machen. Darum einfach. Und den Granit, den bewahre ich momentan hierfür auf. So, und dann sind wir hier jetzt schon mal ein wenig geschützt. Gut, hier liegen noch jede Menge Brocken. Wir brauchen halt... Ja, so eine Schmelze, sage ich mal. Da ist Feuer ausgebrochen. Ja, jetzt kommen die zum Löschen. Das wäre nicht nötig, es regnet halt. Eine Schmelze und ein Steinlager. Ja, warum denn nicht hier?
Okay. Bauen wir das mal so fertig. Ah, schon wieder Feuer. Okay, auch harmlos. Noch mehr Bodenplatten, die wir entfernen können. Es gibt auch Material. Muss ja nicht viel sein, aber jedes bisschen reicht. Oder jedes bisschen hilft, besser gesagt. So, und meine Güte. So, hier haben wir jetzt theoretisch neue Räume fertig. Die wollen wir dann auch mal nutzbar machen bald. Ich guck nochmal eben wegen der Stromladung. Ich war nicht sicher, was wir schon gemacht hatten. Ja, noch nicht viel. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal rüber. Okay, hier habe ich tatsächlich ein bisschen größeren Abstand gelassen, damit nicht alles so eng ist. Werde ich hier oben, denke ich, auch nochmal machen. Hier vielleicht auch nochmal, sodass wir ein bisschen Luft auch reinkriegen zwischendurch. Muss nicht alles gleich sein, will ich damit sagen. Okay, wenn wir es hier jetzt geschlossen haben, dann brauchen wir das nicht mehr. Sind da auch noch Leitungen drin? Nein. Gut. Ja, hier sowas, ne? Es ist alles Marmor und langweilig. Deswegen will ich halt unterschiedlichste Bödenbeläge haben. Oh, wo ist denn da jetzt bitte was passiert? Okay, da wird jetzt noch einmal Dach einstürzen. Es ist Gott sei Dank keiner verletzt worden. Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können. LP, Stufe 14 geistige Arbeit. Der wird richtig gut. Unser Forscher. Wir könnten neuen Stahl gebrauchen. Säge ist Stufe 7 in Konstruktion. Auch das ist eine gute Nachricht. Noch ein paar Lämpchen. Oh, verrücktes Tier, Steinbock. Ich schaue sofort. Oh, da sind einige tatsächlich auch in Gefahr momentan. Zumindest LP ist in Gefahr. Nahkämpfer. So ein Steinbock ist mit Sicherheit gefährlicher. Jetzt pennen leider schon ein paar Leute. So, Moment, stopp! Du musst näher rangehen, über die Schulter schießen. Okay, erledigt. Kurz die Verletzungen überprüfen. Nur Prellungen. Nichts, ja, die Wirbelsäule ist gebrochen, aber das kriegen wir schon wieder hin. Genau, geh erstmal duschen, LP. Die meisten Wunden verschwinden dort. Oh Mann. Das wollte ich gerade nicht haben. So, was ist denn heute los mit mir? Ich klicke ständig daneben. Warum haben wir hier nichts drin? Heilwurzel ist noch nie neu ausgesät worden.
Jetzt haben wir gerade aber 169, das heißt, bräuchten wir nicht unbedingt so schnell wieder. Hier passt die Temperatur, da ist die Klima kaputt. Wie sieht's da mit Bauteilen aus? Wir haben keine mehr. Oha. Das ist eine halbe Katastrophe. Nee, das ist eine Katastrophe, weil wir haben auf der Karte. Da ist noch ein bisschen was. Oh, schön. 3 Stück, also 6 Bauteile. Muss echt nochmal genauer schauen. Wir haben meines Wissens alle Bauteile entfernt. Ich kann gleich mal gucken, ob irgendwo Raumschiffteile runtergekommen sind. Die haben dann natürlich auch ordentliche Anzahl an Bauteilen dabei. Sonst sieht es nämlich erstmal aus, als wären hier keine mehr. Hier ist nicht mehr, nee. Okay, dann sind das nur die 3 da unten. Also 3 mal 2. Dann sollten wir das vielleicht mal insofern priorisieren, dass wir darauf verzichten. Das können wir auch später noch machen. Ja, Stahl, wie gesagt, auch ein Thema. Das bauen wir da oben ab. Und hier noch eine Karawane angefragt. Genau, die Arbeitseinteilung vergessen für die Baus. So. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wer ist denn überhaupt nochmal Bergbauer, Bergarbeiter bei uns? Das ist ja ich, Komak und Chris. Das heißt, der Chris, den wecke ich jetzt tatsächlich. Es ist schon 3 Uhr. Das ist, ist zwar früh, aber das kann man auch mal machen, finde ich. Damit wir hier an die Bauteile kommen, um die Sachen zu reparieren. Weil da oben ist eine Batterie auch schon länger kaputt, das habe ich auch schon bemerkt. So, abbauen. Abbauen. Und dann das abbauen. Okay, also 6 Bauteile, wie gesagt, das ist schon ganz hübsch. Gebiet freigelegt. Ja, hier so ein kleines Hühlchen. Ja, diese Zone blende ich auch aus. So, jetzt ist die Batterie mal wieder in Ordnung. Da oben ist schon repariert worden. Da gibt es jetzt den Stahl. Holz ist auch schon wieder knapp, sehe ich. Das heißt, wir müssen da auch nochmal ran. Holz hacken. Das soll dann erstmal reichen. Ja, pass mal auf, was jetzt hier passiert ist. Das Material zu den Leitern, ich habe gerade hier den Stahl gesehen und deswegen mich gefragt, was war das? Wir haben den Bauplan für die Wände und wir haben den Bauplan für die Leitung. Wenn Material zu der Leitung geliefert wird und dann die Wand drüber gesetzt wird, dann verschwindet einfach der Bauplan für das Kabel. Das liegt daran, weil das hier halt eben eine Mod ist, diese unterirdischen Kabel. Und jetzt sehen wir es hier halt auch, die fehlen jetzt hier überall. Und die werden dann einfach nicht mehr gebaut. Deswegen sollte ich mir auch wieder angewöhnen, die Kabel stets nach den Wänden zu bauen. Ich denke da oft genug nicht dran, ich weiß es wohl. So, ich bin immer noch nicht sicher, was ich mit diesem Bereich hier mache. Vielleicht hier so halbieren und hier vielleicht das den Forschungsbereich reinmachen, also Forschungslabor. Auf die andere Seite vielleicht ein kleines Spezialitätenlager.
Oder noch ein Badezimmer getrennt für Männlein, Weiblein. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Können wir mal gucken, ob wir hier eine vernünftige Mitte hinkriegen. Das geht offensichtlich nicht, wenn ich das richtig sehe. Nee, da kriegen wir keine Mitte hin. Dann vielleicht auf dieser Seite auch nicht. Hm. Ja, das hat man davon, wenn man immer alles symmetrisch bauen will. Aber wir können hier auf jeden Fall das Forschungslabor reinbauen. So, hier ist auch noch nichts passiert. Was ist bloß mit dem Boden los? Warum werden die Bodenbeläge so langsam gemacht? Beziehungsweise der ist ja fertig gleich. Ja, wir haben einfach zu wenig Leute, die Konstruktion machen. Gut, aber das soll jetzt nicht weiter problematisch sein. Das kriegen wir alles noch fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.